Kann man das bringen? Soll man das bringen? Naja, wir fangen einfach mal an. Und damit darf ich euch recht herzlich willkommen heißen hier in meiner Bastelbude. Ja, wer jetzt gehofft hat, dass ich die 50. Yesterchips-Folge nutzen werde für ein ganz besonderes Technik-Special, der dürfte enttäuscht werden. Denn das, was ich vorhabe, ist ganz plumpe Selbstbeweihräucherung. 50 Folgen sind fertig, eigentlich sind es ein paar mehr. Die komischen Fragezeichen-Folgen da, die rechnen wir mal jetzt mal nicht mit. Nee, Folge 50, ein kleines Q&A, F&A, Frage und Antwort. Denn es ist ein paar Gründonnerstage schon her, da habe ich euch zu Ende einer normalen Yesterchips-Folge mal gefragt, ob ihr irgendwelche nicht technischen Fragen an mich habt. Also sowas wie: Seit wann bist du wieder in der Retro-Szene? Was für Rechner hast du alle? Und woher kommt eigentlich der komische Name Yesterchips? Nun, die Fragen sind gekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Allerdings, die Antworten haben lange auf sich warten lassen. Und jetzt solltet ihr sie bekommen. Yesterchips Folge 50, Q&A. Viel Spaß dabei, beziehungsweise herzliches Beileid. Ich habe die Fragen, die ihr mir geschickt habt, ein bisschen zusammengestellt, sozusagen geclustert, denn die meisten Fragen waren im Grunde identisch gewesen und deswegen habe ich daraus eine kleine Geschichte nach und nach gemacht, in der Hoffnung, dass ich alle Fragen halbwegs zumindest beantworten kann. Also seid mir bitte nicht böse, wenn jetzt vom User XY eine Frage zum Thema Z nicht wortwörtlich beantwortet wird, beziehungsweise die Frage nicht wortwörtlich wiedergegeben wird und dann explizit die Antwort darauf kommt. Legen wir mal los mit dem ersten Thema. Jo, wann hat der ganze Spaß angefangen bei mir? Wie ging das eigentlich los und woher habe ich die Amiga-Krankheit? Ja. Das Ganze ging los Ende der 80er Jahre hier in diesem ehrwürdigen Haus. Da gab es diesen Raum hier noch nicht, da war alles Rohbau noch. Wir sind hier auf dem Dachboden übrigens. Es ist der 27. Juli 2016. Es ist eine Bullenhitze, obwohl es aktuell 22.13 Uhr ist. Aber gut, okay. Es ging hier los. Da zog das digitale Zeitalter bei uns ein in Form eines Commodore Amiga 500. So eine wunderschöne Maschine hier. Commodore Amiga 500. Den hat sich damals mein Vater allen Ernstes für sein Büro angeschafft. Heute würde man Homeoffice dazu sagen. Es war also ein Amiga 500 mit der obligatorischen 512 Kilobyte Speichererweiterung und nicht dem Commodore 1084 Monitor, wie man vielleicht meinen möchte, sondern es war ein Philips Monitor gewesen. Dieser Philips-Monitor hatte eine ganz besondere Spezialität an sich. Er hatte vorne drauf eine kleine Taste. Und wenn man die betätigt hat, hat man von der Farbdarstellung umgeschaltet in eine Grün-Schwarz-Darstellung. Und das habe ich vor allem für meinen Lieblingsflugsimulator FA-18 Interceptor tierisch geliebt. Denn das Spiel damals konnte noch nicht Tag und Nacht darstellen. Es war immer eine gleiche Helligkeit vorgegeben. Und wenn man auf diese Taste gedrückt hat, dann war quasi per Knopfdruck Nacht. Es war Nachtflug angesagt. Also von daher fand ich diesen Monitor damals ganz große Klasse. Selbstverständlich gab es auch einen Joystick. Diesen hier. Hier steht jetzt drauf, dass das ein Quickshot Turbo irgendwas ist. Auf unserem stand damals Supercharger drauf. Also ich nehme an, dass der einfach nur unter verschiedenen Bezeichnungen gelaufen ist. Aber hört euch das hier mal an. Herrlich, ne? Und diese ganz präzise schaltenden Schalterchen, die mussten sehr unter mir leiden. Vor allem bei Street Fighter 2. Damals hat man durchaus gelernt, wie die Mechanik von so einem Joystick funktioniert, denn man musste das Ding öfter mal aufschrauben,
und die kleinen Federchen und Kontaktplättchen wieder in Position zurückschieben, weil sie halt eben durch... rausgeflogen waren. Gut, so war das also gewesen. Mein alter Herr hat mit dieser Amiga 500 Rechenmaschine tatsächlich gearbeitet. Ich habe in der Hauptsache damit gespielt. Und das Ding war bei uns im Haus bis 1994. Die anderen, die waren alle zu bemitleiden. Einer hatte ein NES, ein Nintendo Entertainment System. Das war okay. Ein anderer Glückspilz hatte ein Super Nintendo Entertainment System. Das war auch nicht schlecht, nur die arme Sau wurde von seinen Eltern schwer reglementiert. So also maximal eine Stunde spielen, mehr durfte er nicht. Wirklich, schreckliche Zeiten damals. Wiederum ein anderer hatte einen, oh Wunder, C64. Aus heutiger Sicht wundert mich das sehr, dass wirklich nur ein anderer ein C64 gehabt hat bei uns in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, bei den Klassenkameraden. Ja, noch ein anderer hatte einen C128. Der hielt sich dafür einen ganz großen Held, aber unterm Strich haben wir dann doch schnell festgestellt, dass der Go64-Befehl, also das Umschalten vom C128 zurück in den C64-Modus, durchaus mehr gebracht hat in Sachen Spielen wie alles andere. Und eine ganz arme Socke, das war damals mein Cousin, der hatte einen Atari 800 XL. So ein Teil hier. Und er, zusammen mit einem anderen, der eine VCS 2600 gehabt hat, haben dafür gesorgt, davon bin ich überzeugt, dass ich damals schon von Atari, sagen wir es mal diplomatisch, Abstand genommen habe. Denn die Dinge und die Spiele, die darauf gelaufen sind, waren einfach nur scheiße. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, das Schicksal bzw. die finanzielle Situation hat für Ausgleich gesorgt. Jener Cousin, der dieses Ding hier hat ertragen müssen, hat dann später einen Amiga 1200 gehabt, worauf ich richtig neidisch war. Ja, wie vorhin gesagt, den Amiga 500 hatte ich bis 1994 und ja, geschichtlich passend zur Pleite von Commodore war es dann tatsächlich so, dass hier in dieses Haus etwa 5 Meter in diese Richtung, in die damals noch vorhandene terrestrische Antenne, ein sehr wählerischer Blitz eingeschlagen ist. Wählerisch deswegen, weil er nur die teure Elektronik im Haus gekillt hat. Soll heißen, alle Computer, Telefonanlage, hatte man damals noch sowas, SAT-Receiver, Stereoanlage, das war alles kaputt. So einfache Geschichten wie Kofferradio oder sowas in der Richtung, die haben selbstverständlich noch funktioniert. Aber den Amiga hat's erwischt, 94 war es vorbei. Wobei ich sagen muss, dass ich diesem Ding damals nicht sonderlich nachgetrauert habe, denn es war schon so die Zeit, in der der Amiga 500 langsam ja, an Boden verloren hat und der PC halt eben immer mehr am Kommen war. Also, der 500er war Geschichte. Ein Dreivierteljahr später hatte ich dann meinen ersten PC. Meinen ersten tatsächlich eigenen Computer, muss man dazu sagen. Ein zusammengestöpseltes System mit einem mächtigen 486 DX50 Prozessor. Allerdings nur 4 MB RAM und mit einer wirklich grauenhaft fürchterlichen Winchester-Platte. 80 MB. Wenn das Ding hochgefahren ist, nach dem Einschalten hat erstmal das Licht geflackert. Das heißt, zumindest habe ich das immer behauptet, dass das Licht flackert, wenn man das Ding einschaltet. Das war so ein richtig schöner Schalter, wie hier am 486er. Mal hören. Klack, läuft. Jetzt läuft er ja wirklich. Wollte ich gar nicht. Keine Schande. Einfach aus. Ja, gut. Wie es danach weiterging, es musste ja irgendwie weitergehen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, der Amiga geriet komplett in Vergessenheit. Der PC war dann Maß aller Dinge, auf dieser Maschine ging es weiter. Da gingen dann die ersten Erfahrungen, gingen dann da los, auf der Spieleseite selbstverständlich. So Titel wie Doom selbstverständlich, ja, Rise of the Triad, ganz klasse. Die haben da ganz schnell die Oberhand gewonnen und so ging das dann weiter und weiter und weiter. Und an den Amiga habe ich schon lange nicht mehr gedacht.
das Ding war für mich erledigt, abgeschrieben, aus Ende, Öpfel, bis 2009. Ja, was ist 2009 geschehen? Da habe ich, in welchem Zusammenhang auch immer, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das Forum 64 entdeckt. Und über das Forum 64 bin ich dann in das A1K-Forum geraten. Und was soll ich sagen? Ich war platt. Ich war platt und hin und weg, dass hier noch eine Gesellschaft, eine Community dermaßen am Leben ist, die sich mit diesen uralten Maschinen beschäftigt. Ja, und dann ging's ganz fürchterlich wieder los. Ich habe Aufholjagd erstmal machen müssen in Sachen Wissen, ja, pures Wissen. Man muss sich das vorstellen, in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, da gab's kein Internet. Wenn man irgendwelche Informationen haben wollte, gebraucht hat, musste man die sich entweder beschaffen von jemandem, der das wusste, was man an Fragestellung hatte, oder man musste sich eben irgendwo belesen. Das heißt, man musste sich eine Zeitschrift kaufen. Natürlich musste man sich die richtige Zeitschrift kaufen, damit auch das drin stand, was man eigentlich wissen wollte. Hat Geld gekostet, also hat man sich nicht allzu viele Zeitschriften gekauft, klarer Fall. Und jetzt aber, wo wir das Internet haben, da ging es dann erstmal los und vor allem, die einfachsten banalen Geschichten, die ich da gelernt habe, waren zum Beispiel, dass es noch mehr Amigas gibt, wie nur den 500er und den 1200er. Das wusste ich damals nicht. Die ganzen Big Box Amigas, 1000, 2000, 3000, 4000, vollkommen an mir vorbeigegangen. CDTV, CD32, was ist denn das überhaupt? So, da ging es da erstmal los. Und ich habe auch aufräumen müssen mit ein paar festgefahrenen Ideen von damals, denn ich bin davon ausgegangen, zum Beispiel, der Amiga 500 in seiner Namensgebung, der lehnt sich ja bestimmt, weil es ein Commodore-Rechner ist, an den Bezeichnungen der anderen Commodore-Rechner an, also C64, 64 Kilobyte Arbeitsspeicher, C128, 128 Kilobyte Arbeitsspeicher, A500, ja, im Auslieferungszustand ein halbes Megabyte RAM. Ich habe bis 1994 und darüber hinaus geglaubt, dass ich einen Amiga 1000 habe, weil ich ihn aufgerüstet habe mit einem zusätzlichen halben Megabyte, halb und halb gleich 1. Ja, und da habe ich mir gesagt, ich habe einen Amiga 1000. Tja, und dann habe ich festgestellt, dass der Amiga 1000 der erste Amiga überhaupt war und von der Leistung her an meinen damaligen nicht drangekommen ist. Das sind so Aha-Effekte. Ja, und dann ging es natürlich los mit der ganzen anderen Geschichte. Die Big Box Amigas, der 2000er vor allem mit seinen Erweiterungsmöglichkeiten, die ganze Bridgeboard-Arie, das war dann wirklich hammerhart. Das ist schwierig. Wie ich die Fragen zu diesem Thema gelesen habe, welcher Computer ist dein Liebster, da ist mir erstmal Folgende eingefallen. Mein Lieblingscomputer ist der bei mir auf Arbeit, weil mit dem verdiene ich Geld. Ja, komm, ja, Retro, gut. Da ist es schwierig. Aber wenn ich mich für einen Lieblingsrechner in der Retro-Szene festlegen müsste, dann wäre das der Amiga 2000. Warum? Weil der 2000er einfach von seinen Ausbaumöglichkeiten her ungeschlagen ist. Muss man sich vorstellen, in seinem Auslieferungszustand war das Ding einfach nur ein bisschen besserer Amiga 500 gewesen. Der konnte nicht viel mehr, der hatte nicht mal eine Festplatte drin. Also wirklich ein ganz einfaches System, wo nichts drin war. Basic. Und im Laufe der Zeit, wie ich die Maschine immer mehr und mehr kennengelernt habe und natürlich selbstverständlich immer mehr und mehr aufgerüstet habe, bis zu seinem jetzigen Zustand, wo er wirklich bewaffnet ist, bis an die Zähne, alle Slots sind belegt mit allem Krempel, wo man sich vorstellen kann, da ist das eine ganz andere Maschine geworden. Sie ist schnell, sie ist hochauflösend, dank Grafikkarte, es steckt ein zweiter Computer drinne, 386er über das Bridgeboard, welcher wiederum eine eigene Grafikkarte hat, eine eigene Soundkarte hat. Dann ist jede Menge Arbeitsspeicher drin. Es gibt einen wahnsinnig schnellen 50 MHz getakteten Prozessor. Ja, es ist eigentlich ein ganz anderer Rechner, aber trotzdem ist es immer noch der gleiche. Und diese Wandelbarkeit in dieser
großartigen Art und Weise bietet für mich einfach nur der Amiga 2000. Alle anderen Amigas sind auch schön, natürlich. Und ich mag auch die anderen Rechner, die ich hier in meiner Sammlung rumstehen habe, selbstverständlich. Aber die Frage war gewesen, welchen mag ich am meisten? Und da ganz klar der Amiga 2000. Schrägstrich, mein Liebling über alles, der Amiga 2000. Aber wenn ich mich jetzt hier an mein aktuelles Projekt zum Beispiel wende, ein Commodore PC1, eine fürchterliche Heulboje. Das Ding ist eigentlich ja nur Mist, ja. Aber jetzt im Moment, da ich mich mit dem intensiv befasse, über ihn recherchiere, das Netz auf den Kopf stelle, damit auch ein bisschen basteln will, jetzt im Moment ist diese Keksdose hier mein Lieblingsrechner. Ja, Augenblick mal eben, ja, bevor jetzt irgendwelche komischen Kommentare über meinen Hemdwechsel kommen. Es ist ein Tag später. Das braucht ja nur mich zu interessieren, euch weniger, deswegen geht's jetzt weiter. Ja, die Frage ist relativ einfach beantwortet. Das ist die Xbox 360 und das Spiel The Elder Scrolls Part 5 Skyrim. Ach so, nee, gut. Okay, da wird's schwierig. Denn da habe ich kein Lieblingsspiel. Ja, liebe Retro-Gamer, wenn's auch schwer fällt zu glauben, aber ich gehöre nicht zu euch. Ich habe mir zwar sämtliche Spiele, die ich damals gerne gespielt habe, sei es jetzt auf dem Amiga, sei es jetzt auf dem Gameboy, oder aber auch Spiele, die ich immer schon haben wollte und auch Konsolen und Systeme, die ich schon immer haben wollte, ja, die habe ich mir geholt in die Sammlung, habe die Spiele ein paar Mal angezockt und habe mich gefreut, dass sie funktionieren, und das ist mehr oder weniger auch so die Hauptsache, die ich mit diesen Spielen noch ja vorhabe und mache, denn ich kann mich einfach nicht mehr dafür begeistern, stundenlang irgendwelche alten Spiele zu spielen. Keine Ahnung, irgendwie, ja, das ernüchtert mich ziemlich schnell. Und ja, dann sitze ich irgendwann davor und denke mir, naja gut, schön, es läuft noch, es funktioniert, aber so richtig mitnehmen will mich das generell nicht. Ich bin aber auch kein New Age Gamer, ja, Online-Spiele, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich war von Diablo 3 dermaßen enttäuscht gewesen. Teil 1, super, hat mich infiziert. Teil 2, zocke ich heute noch. Genial. Teil 3? Ja, wo ist denn der klassische Multiplayer geblieben? Ja, Mist, weg, ja. Und deswegen, online geht mich nichts an. Und eigentlich auch so die ganzen anderen Spielchen, die es heute gibt. Diese ganzen Casual Games und sowas, die gehen mich sowieso nix an. Also ich laufe nicht irgendwelchen Pokémons hinterher. Wobei, vor einer Woche hat eine Freundin von meiner Frau bei uns im Wohnzimmer 6 Pokémon gefangen. Also, okay, die Wohnung liegt im Souterrain und dass man da gelegentlich so ein bisschen mit Ungeziefer zu tun hat, ist schon klar. Aber 6 Pokémon bei mir hinterm Sofa. Das war schon hart. Und deswegen die Frage nach der Lieblingskonsole. Ja. Nee, ich hab keine. Ich wollte damals immer ein Super Nintendo Entertainment System haben. Jetzt hab ich's. Schön ist es. Aber großartig was damit anfangen kann ich ehrlich gesagt nicht. So richtig Spaß machen die alten Spiele sowieso immer erst, wenn man zu zweit spielen kann. Finde ich. Also Super Mario Brothers zum Beispiel oder Super Mario World. Ja, oder, ja ganz klassisch vorhin schon genannt, Street Fighter. Wie kam's zu den Yester-Chips? Ja, also, das ist die pure Verzweiflung in der Badewanne. Und jetzt muss natürlich die Erklärung hinterher kommen, ist klar, bevor hier irgendwelche komischen Gedanken hochkochen. Ich gehöre zur Fraktion, die lieber badet als duscht. Ah, und nicht nur samstags, genau. Und so nebenbei ein bisschen Beschäftigung in der Badewanne. Habe ich auch recht gern und ich habe früher gerne gelesen. Irgendeine Computerzeitschrift oder die ADAC oder ein Buch, aber der Nachteil war immer gewesen, der Krempel wird nass und man muss die ganze Zeit so in der Badewanne drin liegen. Das ist auch nicht sonderlich bequem mit der Zeit, ja. Und da kam ich dann auf den Trichter, mir ein Tablet-PC zu kaufen. Ich habe immer gedacht, ein Tablet-PC brauchst du nicht für was? Blödsinn mit so einem Ding, hat keine Tastatur, was willst du denn überhaupt damit? Ein altes Tablet geholt, welches gerade so YouTube-Videos abspielen kann.
Und das habe ich mir hingestellt auf die Kante von der Badewanne und habe mir dann da immer schön irgendwelche Geschichten angeschaut. Und was es auf YouTube alles Tolles gibt. Da gibt's Tutorials, um Trockenbauwände hochzuziehen. Da gibt's Anleitungen, wie man das perfekte Beef Wellington herstellt, ja. Um die Füßnägel zu lackieren. Allen möglichen Krempel findet man dort. Stellenweise richtig gut gemachte Videos. Nur wie es dann in die Richtung Amiga ging, da ist es ganz schön dünn geworden. Auf der Suche danach bin ich auf die Retro-Snippets vom Scorpius getroffen und von denen war ich begeistert. Der macht ja generell alles, was irgendwie mit dem Retro-Bereich zu tun hat und er hat auch so ein bisschen Geschichten drin gehabt, wo es um den Amiga ging und die ganze Art und Weise, wie er seine Videos aufgemacht hat, das hat mir sehr gut gefallen, vor allem auch die Kürze der Videos, also nicht ewig langes Gelaber und Gebrabbel, dass es irgendwann langweilig wird und auch die allgemeine Professionalität, die diesen Videos anhängt. Nicht irgendwie mit der Handykamera. Was hingezittert. Ihr Leute, ich zeige euch jetzt mal was hier. Ganz toll, ganz super. Und. Sondern es macht einfach Spaß, sich diese Videos anzuschauen. Ja, und umso enttäuschter war ich dann gewesen, als ich über alle möglichen anderen Systeme Videos gefunden habe. Videos auch auf Deutsch. Nur zum Amiga. Da war nicht viel da. Und da habe ich schon 2010 so mit der Idee gespielt, dann machst du halt selber. Thema Videoschnitt und so weiter war mir damals durchaus schon geläufig gewesen, allerdings mehr so für den privaten Bereich. Das heißt, das ganze Tohuwabohu mit den Rechten, die man haben muss am Bild und am Tonmaterial, das war mir alles ziemlich schnuppe gewesen, weil für private Vorführungen da interessiert das ja nicht, woher die Musik kommt und woher man die Bilder zusammengeklaut hat. Und es hat dann tatsächlich allen Ernstes bis ins Jahr 2013 dauern müssen, September 2013, bis ich final dann tatsächlich mal mit dem ganzen Spaß angefangen habe. Meine Güte, was war ich damals nervös? Auf den Begriff Yesterchips, da müsste eigentlich mein Betriebswirt, Marketing, Business Kasper, Dozent von der IHK Darmstadt, stolz auf mich sein, stolz wie Bolle. Denn ich meine, mit diesem Begriff habe ich so ziemlich alles abgeräumt, was man auf der Business Kasper Schule so beigebracht bekommt. Wie war es damals gewesen? Als die Firma HiToro beschlossen hat, nicht mehr länger in Verwechslung treten zu wollen mit einer Firma, die Rasenmäher herstellt, haben sie das Telefonbuch rausgeholt und haben geguckt, Atari, Apple, wir brauchen irgendwas, was weiter oben steht. Ja, Amiga steht weiter oben, klingt freundlich, ganz wunderbar. Was ist heute unser Hauptregister und Verzeichnis? Google, klarer Fall. Ja, und am Anfang der ganzen Geschichte ging der Spaß nämlich los, weil Yesterchips, der Name an sich, der war nicht gleich da. Ganz am Anfang dachte ich, das werden Videos auf Deutsch, also machst du einen deutschen Titel. Es ist mir nichts Gescheites eingefallen, so Geschichten wie Neues von gestern. Ja, das hätte inhaltlich durchaus gestimmt, denn für mich war vieles neu von den gestrigen Maschinen. Nur googelt mal Neues von gestern. Käse. Also lieber doch Englisch. Yesterday's News. Wenn ihr das googelt, findet ihr alles Mögliche. Ja, halt eben die Nachrichten von gestern. Jetzt war die Namensgebung. Yesterday's News. Und ich dachte, mit diesem Yesterday auf jeden Fall kann man was bringen, weil Yesterday, gestern, das ist gerade erst vorbei. Da kann man sich noch sehr gut dran erinnern, weil war ja eben erst. Aber es ist auch definitiv abgeschlossen. So richtig zurückbringen, zurückholen kann man es nicht. Man kann sich schön dran erinnern. Man kann sich Bilder von gestern anschauen. Kein Thema. Und man kann auch noch viel drüber erzählen, weil das gestern hat man ja selbst erlebt. Ja. Und dann habe ich tatsächlich hier in dieser Bastelbude gesessen und hatte einen aufgeschraubten Amiga vor mir. Den da. Und hab da so drin rumgeguckt und hab über den Namen philosophiert und ja, die Chips da, Custom Chips, Chips, Amiga Chips, irgendwas und dann Yester Chips. Tja, was soll ich sagen? Es klang im ersten Moment für mich ziemlich seltsam, aber ich hab's einfach mal probiert. Und wie ich es dann in Google eingegeben habe,
und es kamen keine Treffer. Es kamen überhaupt keine Treffer. Es kamen irgendwelche Wortkombinationen ab oder sowas in der Art. Aber Yesterchips, das gab's nicht. Und in dem Moment war klar gewesen, Yesterchips, das ist meins. Schön wär's. Die Frage kam tatsächlich schon des Öfteren. Also, insbesondere, wenn man vielleicht glaubt, dass ich wie irgendwelcher Hardwarehersteller, namentlich Individual Computers, dass ich von denen irgendwas bekommen würde, für nix, damit ich für die hier Werbung abziehe oder sonst irgendwas. Nee, ich bekomme auch sonst nix. Ja, ich weiß, ich bin ganz arm dran. Ich krieg nix. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich will auch gar nichts haben. Denn die allgemeine Unabhängigkeit, die will ich mir schlichtweg erhalten. Und immer dann, wenn irgendwo Zuwendungen ins Spiel kommen, seien sie nun materieller Natur oder finanzieller Natur, dann leidet diese Unabhängigkeit einfach, weil ja von demjenigen, der einem etwas überreicht, etwas übergibt, eine gewisse Erwartungshaltung an mich dann gestellt wird, dass ich möglicherweise, wenn er es auch nicht ausspricht, ein bisschen positiver über dieses Ding gestimmt bin und entsprechend positiver darüber spreche. Also nein, sowas gibt's nicht. Die Yesterchips verdienen definitiv kein Geld. Sie kosten nur. Weil ich Werbung nicht leiden kann. Ganz ehrlich, ich finde es auf YouTube tierisch beschissen, wenn ich irgendein Video aufmache und als erstes kommt Werbung. Ja, der Trischhals, Trischplack, wenn sowas ist. Und ganz schlimm sind dann die Werbeblocks, die man nicht mal wegklicken kann. Da scheint es jemand echt nötig zu haben. Das ist der erste Teil meiner Meinung zu diesem Thema. Werbung ist einfach Scheißdreck, ich will keine Werbung sehen und entsprechend mute ich auch euch keine Werbung zu. Punkt, fertig, Schluss, aus, Ende, Öpfel. Der andere Teil ist der, dass ich in meinen Videos mit vielen freien Medien arbeite. Zum Beispiel die komplette Musik. Die meisten Titel der Hintergrundmusik kommen von der Seite incompetech.com und sind vom Kevin MacLeod. Und der stellt seine Lieder kostenfrei zur freien Nutzung ins Netz. Muss man sich vorstellen. Der setzt sich hin, komponiert Songs, richtig gute Songs und erhält eine Website mit einer Datenbank, wo man ganz spezielle Musik für sich heraussuchen kann und der will dafür nichts haben. Das Einzige, was er haben will, ist, dass man seinen Namen nennt im Zusammenhang mit den Songs. Tja, das ist alles. Wahnsinn, oder? Dann geht's noch weiter. Die Wiki Commons zum Beispiel. Wenn ich irgendwo Bildmaterial brauche, welches ich selbst nicht habe, ja, irgendein Rechner, irgendein spezieller Chip, irgendeine Hardware, sonst irgendwas, oder sei es nur irgendeine, ja, eine Fülleinblendung. Dann gehe ich in der Regel zur Wikipedia und dort in die Wiki Commons und suche dort nach freiem Bildmaterial. Und das ist hier genauso. Die Bilder sind gemeinfrei. Oder sie sind halt eben einfach so gekennzeichnet, dass man den Urheber nennen soll. Und mit diesem Material, was quasi mir jemand für lau zur Verfügung gestellt hat, soll ich dann Geld verdienen, weil ich da eine Werbung drauf schalte? Nee, das geht bei mir nicht so richtig zusammen. Deswegen, Yesterchips, werbefrei, fertig, freut euch. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Es ist naheliegend, mit diversen Themenwünschen an mich heranzutreten. Und ich will auch nicht sagen, dass ich die Themenwünsche nicht haben möchte. Im Gegenteil, schreibt sie mir. Nur, es gibt eine ganz klare Voraussetzung, die ich mir selbst stelle, bevor ich über ein Thema ein Video mache, nämlich, dass ich das Thema halbwegs selbst verstanden haben muss. Und wenn jetzt der häufigste Wunsch ist, mach doch mal was zum C64. So, jetzt muss ich mich outen. In Sachen 8-Bit bin ich komplett unbeleckt. Ich hatte nie einen C64 und mehr als über Load 8,1 irgendwie ein Spiel zu laden, kann ich nicht. Ich habe schlichtweg keine Ahnung von diesem C64 und ich müsste mich erstmal da ins Thema einarbeiten, so wie in viele andere Themen auch,
damit ich darüber irgendetwas sagen könnte. Und dann kommt jetzt das nächste Problem an der ganzen Geschichte. Das Thema muss mich interessieren. Und ich muss mich nochmal outen. Der C64, der interessiert mich nicht. Darüber gibt's schon so viele Videos und Berichte und sonst was im Netz, einfach weil das ein Kassenschlager damals war auf der ganzen Welt. Ja, und deswegen habe ich da einfach keinen Drive dazu, in die Richtung irgendwas zu machen. Zumindest momentan nicht. Was da sehr hilft immer, ist eine Kooperation. Also mit anderen Worten, ich mache das Video nicht komplett alleine, sondern vielleicht mit demjenigen, der die Anfrage gestellt hat, zusammen. So nach dem Motto, worüber willst du ein Video haben? Mach doch selber. Ne? Deswegen jetzt nicht falsch verstehen, es ist keine generelle Absage an irgendwelche Themenvorschläge. Immer her damit. Kein Thema. Nur seid drauf gefasst, dass eine Antwort kommt wie, liefer mir Infos, liefer mir Bildmaterial, liefer mir sonst irgendwas und am besten mach mit. Denn ich bin der Überzeugung, dass eine Yesterchips-Folge, die von mehr als nur einem gemacht wird, immer besser ankommt. Folge 20 ist da ein ganz wunderbarer Beweis, wo ich zusammen mit dem Blind German das Bridgeboard Special gemacht habe. Das war zwar eine geschlagene Stunde lang gewesen, aber zum einen hat es tierisch Spaß gemacht, mal endlich mit jemand anders zusammen ein Video zu erstellen, zu einem ganz bestimmten Thema und dann noch mit jemand, der von der ganzen Materie viel mehr Ahnung hat als ich. Es war ein Heidenspaß gewesen. Und die entsprechenden Kommentare, wo es dazu gegeben hat, bestätigen mich bzw. bestätigen uns in diesem Zusammenhang. Deswegen von hier aus nochmal in die Ecke von Landshut. Ich habe vergessen, wie das Kaff genau heißt, wo du wohnst. Mein lieber Blind German, nochmal vielen Dank für diese Zusammenarbeit. Ja, und ich sehe zu, dass ich nach Möglichkeit bald mal wieder auf die Retropulsiv nach Augsburg komme. Ei, wenn sie fertig ist. Ja, die Frage ist berechtigt. Ganz klar. Will es nicht ins Lächerliche ziehen. Die Frage ist berechtigt. Wann kommt die nächste Yesterchips-Folge? Antwort, ich weiß es selbst nicht. Und zwar trifft das jedes Mal zu. Immer wenn eine Folge fertig ist, freue ich mich erstmal tierisch. Yeah, geschafft! Sie ist hochgeladen. Aber wann kommt dann die nächste? Also, so ein bisschen zur Erklärung dazu. Das Retro-Hobby ist ein Hobby bei mir neben vielem anderen. Klar, am Anfang kommt erstmal Familie, Arbeit und dann kommen ein bisschen andere Hobbys und das Retro-Hobby, das muss ich mit dem Quäntchen Restzeit begnügen, was dann irgendwo noch übrig bleibt. Ja, ich ordne es allem anderen unter. Und selbst dann, wenn Zeit dafür übrig ist, ist noch lange nicht klar, dass ich an den Yesterchips arbeite, denn irgendwann will ich auch einfach mal nur basteln. Ja. Hier mal wieder einen Abend sitzen, eine Stunde, zwei Stunden, schön in Ruhe, Lötkolben, bratz! Und nicht immer die Kamera nebenbei laufen lassen. Ist eben so. Auch so eine Frage, wo kommt Zeitaufwand für 20, 25 Minuten Yesterchips, in der Regel im Schnitt bis zu 15 Stunden. Und diese 15 Stunden, die müssen einfach irgendwo untergebracht werden. Mal läuft's besser, mal läuft's schlechter. Deswegen, ich bin der Meinung, ist meine Meinung jetzt, in dem Medium YouTube ist es eigentlich völlig wurscht, wann ein Video erscheint. Wichtig ist, dass das Video erscheint, denn seien wir mal ehrlich. Ich lade ein Video hoch. Zwei Stunden später interessiert sich doch keine Sau mehr dafür, wann dieses Video hochgeladen worden ist. Na, spätestens einen Tag später interessiert sich niemand mehr dafür. Im Endeffekt ist es nur wichtig, dass es hochgeladen worden ist. Und genauso in dieser Richtung wird's und muss es einfach weitergehen. Möchte mal wissen, wann ich Amiga-Spezialist geworden bin. Ganz klare Antwort darauf. Nein, ich bin kein Amiga-Spezialist. Ich bin ein Amiga-Enthusiast, ja, ein Amiga-Fanboy, wenn man so sagen will, ja. Ich bin einfach einer, der früher einen Amiga hatte, dann in die Retro-Szene wieder eingestiegen ist, begeistert war von dem ganzen Thema und von dem ganzen Wissen um dieses System, was ich damals schlichtweg nicht hatte. Jetzt natürlich irgendwie auch ein bisschen zu viel Geld hatte, um sich die ganzen tollen Systeme zu kaufen, die ich nie hatte, von denen ich nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt.
Und so nach und nach habe ich mich da eben reingearbeitet in die ganze Geschichte und deswegen heißt es aber noch lange nicht, dass ich ein Experte auf diesem Gebiet bin oder ein Spezialist oder sonst irgendwie was. Das merkt man ja auch in den Videos, ich baue gerne immer mal wieder hier und da Bockmist, welcher dann von den richtigen Spezialisten richtiggestellt wird. Und da bin ich auch dankbar dafür. Deswegen, wenn ihr in den Videos irgendwelche Fehler entdeckt, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine Mail, beziehungsweise schreibt es irgendwo rein, wo ich sehe, in die Foren, wo ich die Videos publiziere zum Beispiel. Und dann bin ich auch nicht abgeneigt, entsprechende Korrektureinblendungen zu machen. Denn lieber mache ich das, als dass dann irgendein Blödsinn im Netz drin steht. Und eben leider nochmal, Amiga-Spezialist bin ich nicht. Ich musste schon ein paar Mal, wo ich angerufen worden bin, muss ich sagen, du, das Thema ist faszinierend, was du mir da gerade vor die Nase hältst, aber tut mir leid, ich weiß nicht, wie das funktioniert. So schaut's aus. Nein, auf diese privaten Fragen gibt's auf YouTube von mir keine Antwort. Ich denke, das hat einfach nichts mit der Thematik hier zu tun und deswegen werde ich darauf auch nicht antworten. Sorry. Nein, ich zeige meine Sammlung nicht. Ich möchte keine Begehrlichkeiten wecken, denn das hier ist kein Hochsicherheitstrakt. Und das, was hier an Wert mittlerweile rumsteht, jo, das ist schon ein bisschen was. Und ich zeige Hardware in meinen Videos, welche sich in meiner Sammlung befindet. Also nach und nach, noch und nöcher, werdet ihr mit Sicherheit irgendwann mal alles gesehen haben, was ich in der Sammlung habe. Aber ich werde keine Raumtour machen, hier durchmarschieren und mit der Kamera auf jedes System mal drauf zoomen, was hier so in den Regalen herumsteht. Mache ich nicht. Wir können gerne über alles schreiben. Meine Mailadresse ist bekannt, aber ich mache kein Video darüber. Definitiv nicht. Ne! Jo, da könnte ich jetzt sagen, siehe YesterChips Folge 49. War es 49? Glaub schon, ne? Ja. Was, die 49 oder die 48? Naja, YesterChips HomeCon können wir danach suchen. Die HomeCon ist quasi meine Heimat-Convention, da sie hier um die Ecke ist. Hanau-Großauheim beziehungsweise die Retrolution einmal im Jahr in Hanau-Steinheim. Das ist nicht fern von hier und deswegen versuche ich immer dorthin zu fahren. Immer. Und ja, deswegen gibt's mich dort auch in Live und Farbe und in Bunt anzutreffen. Das heißt, wenn's einer denn wirklich mal unbedingt drauf anlegen will, bitteschön, ihr seid herzlich eingeladen. Es ist wirklich eine tolle Convention, macht riesig Spaß. Und ja, ich denke, ich bin da noch einer der Normaleren, wo dort ist. Denke ich, glaube ich, meine ich, hoffe ich. Die Frage zu beantworten, muss ich mein Spickzettelchen hier zur Hand nehmen. Also, andere Kanäle, die ich selbst abonniert habe, weil ich sie toll finde zum Thema Retro-Computer. Es sind nicht alle, nur so meine Lieblinge. Die Retro-Snippets vom Scorpius, wie gesagt, das war mein Einstieg zum einen in die YouTube-Welt, das ist die Vorlage für die YesterChips, ganz klar. Und zum anderen einfach, ja, er deckt unheimlich viel an Themengebieten ab, er macht sehr viel auch praktische Geschichten, also irgendwelche Lötbasteleien und ja, ich mag den Typ einfach. Als nächstes, ja, ja, natürlich. Der Erzähl-Onkel aus Wien, der Retro-Gambler. Sein Kanal heißt Gerion79 und wenn du das hier siehst, ich sehe dir beim Erzählen nicht zu, aber ich denke, es wird auch vielen anderen von deinen Zuschauern auch gehen, dass sie mehr Zuhörer sind. Also dich quasi als Podcast missbrauchen, aber ganz ehrlich, dafür ist es echt super. Ja, da kann man sich eine Stunde Wiener Schmäh im Hintergrund reinziehen, es ist einfach göttlich. Also der Retro-Gambler bzw. Gerion79,
Dann haben wir noch die Virtual Dimensions, auch spitzenmäßig gemacht von der Produktionsqualität her und auch von Unterhaltungsfaktor. Dann Stefans Amiga-Welt. Der Name ist genau Programm. Bei ihm geht es nur um den Amiga, also nicht so wie bei mir, dass ich da manchmal irgendwelche elektrotechnischen Ausreißer mache, weil ich jetzt plötzlich der Meinung bin, ich muss der Welt erklären, wie ein Oszilloskop funktioniert und erzähle dabei noch Quatsch. Nein, er konzentriert sich ganz klar nur auf den Amiga und zeigt dazu ganz tolle Themen. Reinschauen. Was haben wir noch? Pixel Kitsch. Klassiker. Wenn vom Pixel Kitsch was Neues kommt, ob es nur 5 Minuten oder 10 Minuten oder am Ende auch mal 20 Minuten sind, reinschauen. Klasse, macht Spaß, toll. So, und was haben wir noch? Den Retrojäger, von dem habe ich schon länger nichts mehr gehört. Was ist los? Läuft nichts mehr. Ich hoffe, du machst jetzt nicht den nächsten Dusty Bits, dass du von der Bildfläche verschwindest. Na ja, gut. Eile mit Weile. Um Zeit kommt Folge, gehe ich davon aus. Ja, und zuletzt noch einen Kanal, der nicht mehr aktiv betrieben wird, aber den ich mir immer noch sehr gern anschaue. Ein englischsprachiger Kanal. Und zwar sind das die Computer Chronicles. Damals präsentiert von Stuart Chaffee und in den Anfangstagen von Gary Kildall. Wenn der Name vielleicht noch was sagt. Chef von Digital Research. Das ist ein zeitgenössisches US-Computermagazin, welches damals immer das Neueste vom Neuesten präsentiert hat. Also die neueste Hardware, die gerade da ist. Die neueste Software, die am Laufen ist. Die neuesten Technologien, die gerade auf dem Markt sind. So ein bisschen, will ich sagen, vielleicht das Gegenstück zum WDR Computer Club, aber mit ein bisschen mehr Schmackes, mit ein bisschen mehr Speed dahinter. Und da gibt es unheimlich viele Folgen davon. Wer dem Englischen halbwegs mächtig ist, kann da mal nachschauen. Computer Chronicles, ich find's spitze. Das ist so eine Badewannensendung von mir. Gucke ich mir immer an. Ganz klasse. Sag du mal, wie kommt er dann überhaupt auf die Idee, dass ich aus Hesse komme? Das kann ich mal hin und vorne jetzt nicht verstehen. Ich und aus Hesse. Also, Dankeschön, ja, wirklich Dankeschön. Babsack, aller Hopp. Zum Schluss noch ein paar Antworten auf die Fragen zur Yesterchips Produktionstechnik. Als Schnittprogramm kommt Cyberlinks PowerDirector aktuell in der Version 14 zum Einsatz. Für die Videoaufnahme benutze ich eine durchaus langsam in die Tage kommende Canon HG10, die schafft immerhin Full HD. Und für die Fotoaufnahmen nehme ich entweder meine gute alte Sony DSC R1 Bridge Kamera oder die Casio XLM EX-FH20. Die Audioschnittsoftware ist das sehr populäre Audacity und die Sprachaufnahme übernimmt das The T-Bone Mikrofon. Da habe ich damals bei Thomann das Podcast Starter Set bestellt. Das ist komplett mit USB-Mikrofonen, Popschutz und einem Dreibein-Stativ. Also unterm Strich alles in allem wirklich kein Hexenwerk. So, und was habe ich jetzt? Jetzt habe ich die Zeit schön vollgelabert, ne? Folge 50. Im Großen und Ganzen sind die Fragen beantwortet, sind die Themen durch. Zum Schluss nur noch eins. Wenn ich in meinen Videos zu welchem Thema auch immer irgendwo meine Meinung platziere, dann ist das meine Meinung. Und zu diesem Thema, welches ich da angesprochen habe, darf jeder seine eigene Meinung haben. Man darf sie auch kundtun, wie auch immer. Nur ich diskutiere nicht über meine Meinung. Na, die steht einfach fest. Ich mache mir vorher Gedanken darüber, was ich in einem Video bringe. Ich schreibe es sogar nieder, ich mache mir vorher ein Skript. Und das lese ich mir ein paar Mal durch, bis ich mir wirklich felsenfest sicher bin, dass das, was ich da geschrieben habe, auch veröffentlichen kann. Und entsprechend steht das dann halt eben auch fest. Es bleibt dabei, es ist alles eine objektive Geschichte von mir. Es dient in der Hauptsache der Unterhaltung. Nur manchmal bin ich eben einfach der Meinung, dass ich doch so ein bisschen agitativ tätig sein muss, möchte, sollte. Und in diesem Zusammenhang am Schluss noch, nein, ich hasse Atari nicht wirklich. Nur so ein bisschen. Ich hab nix gegen Atari, ne? Nix Wirksames zumindest. Das wäre sie also denn gewesen. Die Yesterchips Folge 50. Die erste komplette Labersendung von mir live.
die ganzen Schnitte, die da drin sind, die sind tatsächlich echt. Das sind keine Stil- oder Kunstmittel. Ich merke einfach, dass ich einfach eine Vorlage brauche, von der ich ablesen kann. So mache ich normalerweise auch eine erste Chips-Folge. Skript und dann vorlesen. Denn freiweg in die Kamera reinzusprechen, ist tatsächlich eine ganz, ganz andere Geschichte, als wenn man einfach vor dem Mikrofon so schön hier davor sitzen kann und von einem Zettelchen den Text runterlesen kann. Ist was ganz anderes. Ich bedanke mich für mittlerweile roundabout 1500 Abonnenten. Ich bedanke mich weiter für die vielen Zuschriften, die ich kriege. Für die einmaligen, genauso für die regelmäßigen, hier insbesondere die E-Mails, ganz klassisch E-Mails, die ich bekomme. Nochmal esterchips@web.de, das ist meine Mailadresse. Und ich hoffe einfach, dass das, was ich mache, euch Spaß macht. Wenn dem so ist, könnt ihr mir das gerne sagen. Es ist im Prinzip die einzige Bezahlung, die ich bekomme und die mir auch am meisten bringt und am meisten Spaß macht. Eure positive Meinung. Wenn Kritik anfällt, nehme ich die natürlich genauso entsprechend entgegen. Und wo auch immer möglich, nehme ich mir die auch zu Herzen. In diesem Sinne, ich könnte noch ewig weiterlabern. Jetzt habe ich richtig schön warm gelabert. Ja, macht doch ein bisschen Spaß so. Halbwegs live. Damit ist jetzt die 50. Folge voll. Weiter geht es dann in der Folge 51. Und ganz sicher in der 51 geht es wieder rein um die Technik. Und das hier müsst ihr dann auch nicht ertragen. Bis dahin dann, Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.